Hallihallo, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Monster Hunter Stories 2, wieder mit dem Kai. Ich habe mich dazu entschlossen, doch einen Koop-Part zu machen, auch wenn es nur eine Quest ist. Wir machen hier schon Jokes darüber, wie oft der Mizuzone eigentlich noch einen Ausbau bekommen will. Ich blende einfach mal ein, wie viele Videos ich schon zu dem gemacht habe. Und das nicht mal beabsichtigt. Aber Hauptsache, mein Kollege, der von ihm damals vermöbelt wurde, wird gerecht, ne? Und der ist halt schon Level 45, der Junge. Mann! Nebenquests regeln. Wir haben übrigens vorgenommen, falls das mit dem Mizuzune viel zu schnell geht, dass wir dann noch den mysteriösen Bau nochmal machen. Hier, Hundi, ich mach Der hat den den Hundi. Hundi dabei, das ist unfair, ich hab den nicht hochtrainiert. Ich hab den einfach in meinem Team gelassen, ne? Der ist auch bei mir im Team, ich hab den nur noch nicht hochtrainiert. Der levelt bei mir Mann, ich so. brauch ein schnelleres Vieh! Der levelt bei mir so schön schnell mit, allein einfach dadurch, dass ich meine Nebenquests vernünftig mache. Macht Amulette. Mann, der sammelt hier schon alles ab. Was Muss ist aber da nochmal. oben? Moment, ich habe die Kiste nicht getroffen. Ach, jetzt habe ich so einen Rubin-Bassarios entwickelt und ich habe nicht gesehen, was in der Kiste ist. Aber der steht auf der Kiste, du kommst nicht an die Kiste ran, ohne zu kämpfen. Das werden wir noch sehen. Ich wollte noch einen Daumen hoch zeigen, aber das Tracking-Zubehör, was ich mir neu gekauft habe, das ist noch nicht ganz ausgereift. Guck. Ich halte nämlich den Daumen hoch, eigentlich. Und der macht gerade komische Faxen. Also ich muss dann noch die Feineinstellungen finden. Ich habe es erst seit heute. So. Das für eine vitale Essenz, die hätte ich mir auch basteln können. Ach, Geschenk nehme ich sie immer trotzdem gerne mit. Ist da hinten Drei noch irgendwas? Megatränke. Die nehme ich gerne mit. Der nimmt alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Das ist allerdings auch wahr. Und da ist der Mizuzune. Ich warte mal eben kurz auf meinen Kollegen hier. Hau mir ihm auf die Mütze. Bin drin. Hundi. Er kriegt eh zu viele Parts. Er will einfach nur Das noch mal auf die Nase. Oh, der hat bei mir noch gar nichts. Habe ich bisher keinen normalen Mizuzune fertig gemacht? glaube, den einen, den du in dem Nest hattest, das hast du ignoriert. Oder da war keiner drin. Nee, der hat doch der eine da das abgebrochen. Stimmt, da war aber. Wahrscheinlich zählt es danach einfach nicht mehr. Was ist denn der? Ich meine, der ist auch ein Kraftnutzer. Nee, Oh ein nein. Techniker. Na. Ich Ich habe weiß zu schon, viele warum ich Mon meinen Lagierkurs habe. Los, hau ihn! Die mache ich mehr Schaden, als er mir macht. Der Angriff sieht auch cool aus. Muss noch eine Liste abarbeiten. Mein Mammut. Könntest du bitte Bogen oder Hammer benutzen? Ich habe die Liste Ja, nicht. dann wechsle ich gleich mal. Oh nein! Nehmen wir diese blöden Bläschen. Jetzt ist er, glaube ich, in Kraft. Komm zurück, Hundchen. Ach so, der Hund heißt Duke. Ich habe kurz überlegt, wer von denen hieß denn Duke. Das ist mein Hundchen. Das ist der Name von meinem alten Hund. Oh. Ich habe mir meinen auch nach meinem Hund benannt. Mir fehlen genau 4 Punkte für den Wachenbalken Hieb. Dafür streiche ich jetzt erstmal mein Tier hier.
Uff. Das ist jetzt ein Donnerwolf. Geschwindigkeit. Ich dachte, er wäre ein Angriffstyp jetzt geworden. Ja, ich dachte, das wäre ein... Das Körperteil, was du gerade angegriffen hast, jetzt bin bitte nur mit dem Bogen. Mhm, dann schieße ich dem jetzt mit dem Pfeil in den Schwanz. Ah! Hilfe! Hilf dir selber. Niemals! Kommt mein wahrer weiter Hieb! Den Kraftball brauchen wir ja nicht werfen. Ja. Nein! Ja. Muss ich ihn nochmal jagen? Ein wahrer weiter Hieb! Fuck! So macht man Schaden. Gibt sowieso eine Nebenmission dafür, den nochmal zu verdreschen, also. Ja, der kriegt nicht noch ein Part bei mir. Irgendwann ist auch mal gut. Ist ja nur Nebenmission. Durch die danach kam der Monster Hunter, Sommerpass da und da krieg ich ja wieder eine Folge. War ein Scherz gemeint, ich hoffe zumindest. So, Technik auf Körper. Ich hatte gerade den Körper, dann schieße ich ihn jetzt mal in die Beine. Das ist sehr nett. Da muss ich es nicht machen. Und der Vielen Blüte. Dank. Yannick steht da mit 3 Leben. Och Mann, oh, Yannick. Jetzt ist er wieder zurück. Jetzt ist er wieder runter. Jetzt ist er wieder ein Techniker. Da kommt mein Lagierkuss. Der ist schon fast im Eimer. Der ist gleich schon kaputt. Muss ich noch irgendwas hauen? Beide Körperteile mit dem Hammer zu treffen, wäre nicht schlecht. Ich greife den Körper an. Gut. Komm her, mein Hammer. Du brauchst durchaus den Körper, dann hole ich mir auf die Beine. Du nimmst mir damit nämlich einiges an Arbeit ab. Was machen wir doch gerne. Was, der ist immer noch Geschwindigkeit? Was? Ach so, der hat den anderen Modus da. Wieso hast du nicht getroffen? Weil du noch gebammelt bist. Nein! Gebumm! Was habe ich davon, wenn ich nicht heile? Na gut, in den meisten Fällen ist es aber sowieso egal. So, jetzt ist er normal. Ich hab's auch nicht gesehen. Sein Kopf hat noch geleuchtet. Habe ich aber nicht gesehen. Der sah aus wie jetzt. So, jetzt ist alles abgehakt. Jetzt kann er ruhig sterben. Aber wie aus Sprichwort? Yeah, warte. Ja. Da. Ich hab's geschafft. Ich hab kurz Peace gezeigt. Donnerorakel! Jawohl! Jetzt kann er sich auch endlich mal buffen, der Lagierkuss. Ich brauch das hier! Das ist ein Kackei. Und Tigi-Ei. Nein! Langweiliges Mitsu-Ei. Ich krieg nur langweilige Eier. Ich glaube, das ist vom Kamezinko-Pack, was ich habe. Oh, ich habe eine bessere Version gefunden. Ich habe auch eine. Was hast du denn da in der Hand? Ich glaube, das dürfte, glaube ich, der Rubin-Basarios sein. Okay. Schnell weg, bevor das Monster zurückkommt. Da läuft noch ein grauer Catcher. Er will uns. Kann uns mal. Und damit hat er mich zu Zune wieder eine Folge bekommen. Hey. Ich habe 100 Pro am Anfang so ein Screenshot eingeblendet, wie oft er mich zu Zune einfach vorkam. So Leute, neuer mysteriöser Bau. Wir müssen einen Rettein erledigen. Ne Raffian. Bevor es wieder in meinen Kommentaren steht. Ich hab's nicht in die Kommentare geschrieben, ich hab's dir persönlich geschrieben.
Ja, aber ich weiß, dass es sonst im Lesen in den Kommentaren steht. Ein Großbuggy. Also das aktualisiert sich schon so ein bisschen, oder? Oder sind die jetzt komplett noch von dem alten Gebiet, die Viecher? Ich glaube, das sind noch alte Gebiete. Die in der Schade, wir wollten nämlich so austesten, ob sich das eventuell mit steigenden Gebieten, wo wir lang kommen, aktualisiert. Ne, hier ist ein lila ein Gipseros. Hier ist ein Großbuggy, der kommt aus dem... Ich glaube, der lila Gipseros war beim letzten Mal, als wir hier waren, nicht dabei. Kann gut möglich sein, der ist ja aus dem Garten. Im Garten und der Wüste. Also kann sein, dass sich das doch aktualisiert. Ein bisschen aktualisiert sich das anscheinend doch. Oh, hier gibt's mehrere Eier. Ich gehe da mal hier eins sammeln. Hier ist nichts in dem Nest. Na komm! Ein Anjanath-Ei. Ich nehme das Ei mal mit. Ne. Hallo! Aber der ist einfach auszumanövrieren. Solange er dich anpeilt, ist ja alles gut. Bin raus. Er wandert jetzt nicht wieder hier hoch, ne? Doch. Du Drecksack! Das hast du mit mir auch gemacht, also halt die Bammel dahin. So, jetzt etwas, was es bei mir noch nicht gab. Lagia Cross zeigt deine Bindungsfähigkeit. Die habe ich nämlich noch nicht gesehen. Donnerflut. Oh, die sieht auch cool aus. Zack. Ja, und ich verreck gleich am Nox-Gift, das mir der Garuga verpasst hat. So, ich habe es geschafft. Ich habe den Jadebarov jetzt erledigt. Lass mich weg. Ei habe ich schon. Lila und Anjanath. Ja, mit dem kann man zumindest arbeiten. Das habe ich aber schon dreimal gehabt. Und? Ich brauche es nicht mehr. Vor allem Dingen, ich nutze Anjanath nicht mehr. Ich habe da rechts auch noch ein Nest. Ja, ich habe hier da vier Nester hier unten. Guck einfach mal, ob da links auch noch Nester sind. Dann komme ich auch noch mal eben kurz rüber. Ich hab dir in dem anderen Nest da unten in dem Pöpfchen da gelassen. Ja, ich sehe, du hast mir einen Tobikodachi da gelassen. Schön gemacht, ich bin ja schon fast da. Ist das nicht ein Kerawache-Ei? Will das Ei nicht, das habe ich gerade weggegeben. Das ist aber wieder. Ich dich nur Müll. Lila und... Ich glaube, das ist ein Poker-Ei. Waren da hinten denn noch Nester? Nö, da war nichts mehr. Bei mir bist du gerade über den Boden geflogen. Könnte durchaus auch der grüne Nagakuga sein. Warum willst du mich? Ach, wir müssen dich so oder so bekämpfen. Leute, ich habe das Vieh irgendwie umgangen. Ich habe gecheatet. Ja. Es ist durch mich durchgegangen und ich habe im selben Moment Pause gedrückt. Dadurch musste ich nicht direkt kämpfen. Leute, ich wusste gar nicht, dass das geht. Überfall. Ich glaube, das wusstest du auch noch nicht, oder? Zumindest nicht sicher. So, ich zieh durch. Zack. Körper gebrochen, Schweif gebrochen. Es liegt. Tschüss. Bleibt dann am Boden und jetzt wird sie noch eingeschläfert. Wortwörtlich. Bis zum Ende. So, komm, kein Müll. Müll. Ich kann keine weiteren Eier mehr aufheben. Ich muss was wegwerfen. Anjana. Was hab ich denn hier in der Hand? Jadebarov, oder? Ja, das dürfte ein Jadebarov sein. Basarios. Komm, was bist du? Ich glaube, das war ein Basarios. Dürfte ein Legiana sein, was du jetzt in der Hand hast. Und nochmal Anjanath.
Aber in lila. Ja, Leute. War noch eine tolle Folge, oder nicht? Also bei dem zweiten Bau habe ich wahrscheinlich mehr rausgeschnitten als sonst was. Aber war doch eine interessante Folge. Jetzt seht ihr den Kai wieder bei der nächsten Stadt, beim nächsten Koop-Part. Und wieder hat er Mitsu Zuna eine weitere Folge bekommen. Jetzt kann ich endlich weiterquesten. Ja, Leute, beim nächsten Mal machen wir dann hier dann jetzt solo wieder weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ja.